In der Nähe der Burgruine Lobenstein, in der Gemeinde Zell, liegen die dominanten Felsblöcke des Helfenstein. Sie sind Zeugen der vorwaldtypischen geologischen Geschichte. Sie zeigen die für den Granit typischen Wollsackverwitterungen, das heißt, bei der über viele Millionen Jahre dauernden Verwitterung wurden Blöcke mit abgerundeten Formen aus dem anstehenden Material herausgeschält. Der Helfenstein gilt als ausgesprochener Kraft- und Ruheort. Aufgrund ihrer heimatkundlichen Bedeutung wurden die Felsen mit einem 10 Meter breiten Streifen zum geschützten Naturdenkmal erklärt. Rahmen eines uralten Naturrituals, den Durchschlupf am alten Sakralplatz, schlüpfen immer wieder Menschen, oft in der Morgendämmerung, durch eine Felsspalte. Es geht bei diesem Ritual beispielsweise um die Thematik von Stirb und Werde, von Loslassen alter Bindungen, um Krisenbewältigung und um das rituelle Beginnen einer neuen Lebensphase. So ein Durchschlupf, so wird gesagt, vermittelt oft starke Anstöße und wirke viele Monate nach. In der Oberpfalz gibt es viele magische Orte, um die sich mystische Geschichten ranken. Sagen über Ereignisse, Naturerscheinungen oder einfach nur Unerklärliches. Auch heute noch werden sie von Generationen zu Generationen weitergegeben. Sie erzählen uns viel über die Mentalität von Menschen, über ihre Geschichte und über die Landschaft, in der sie lebten. Es gibt viele Motive für die Durchschlupfriten in alter Zeit. Um Heilung von Geist und Seele zu bewirken, kamen beispielsweise zum Marienstein im Bayerischen Wald die Gläubigen, um ihre körperlichen oder auch seelischen Leiden abzustreifen. Wenn sie durch den schmalen Spalt zwischen Granitfels und Kirchenmauer sich hindurchzwängten. So wird von vielen Durchkriechstellen gesagt, ihre Durchquerung hätte etwas mit Lust und Fruchtbarkeit zu tun. Bei dem hohen Risiko früher, das sowohl für Mütter als auch Kind bei einer Geburt bestand, braucht es sich nicht zu wundern, dass die Frauen zu Durchschlupfen gepilgert sind, um für eine glückliche Geburt vorzusorgen. Auch die Reinigung der Seele, das Abstreifen von Sünden, das Zurücklassen der Vergangenheit durch Heilen alter Traumata wird ebenso als Motiv für einen Durchschlupf angeführt, wie die Verjüngung, Erneuerung und Befreiung des inneren Kindes. Der Helfenstein ist eine zerklüftete Wildnis
mit eindrucksvollen Felsformationen und urwaldartige Waldbilder. Hänge über und über mit mächtigen Steinblöcken bedeckt, lassen dort die Dynamik der Natur spüren. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zur Wollsackverwitterung. Der Vorgang erfolgt immer unterirdisch und bringt stets abgerundete Formen hervor. Ein massiver Gesteinskörper bildet meist keine homogene Masse, sondern wird von feinen Spalten und Klüften durchdrungen. Durch diese dringt chemisch aggressives Wasser in das Gestein ein und beginnt dieses zu zersetzen. An den Ecken und Kanten dieser Blöcke haben Wasser und Säuren größere Angriffsflächen als an den Seiten. Dadurch werden alle spitzen und kantigen Stellen der Gesteinsblöcke im Laufe der Zeit abgerundet. Durch das Fortspülen der Bodenkrümme und der Verwitterungsrückstände werden die abgerundeten Steinblöcke im weiteren Verlauf der Geschichte freigelegt. Ja, wer einmal Zeit hat, sollte sich den Helfenstein im Landkreis Cham, Gemeinde Zell, einmal ansehen. Auch bei der nahegelegenen Burgruine Lobenstein sollte man vorbeischauen. So. Bevor ich jetzt das Video beende, schlüpfe ich nochmals durch den engen Felsspalt und streife sicherheitshalber nochmal meine Sünden ab. Eben, sicher ist sicher.